So, ja, ich möchte mal über die Einführung von praktischem Quantum Computing in Europa sprechen und das mit den DWF Quantum Annealer. So, das Jülich Supercomputing Center und DWF, ein kanadisches Unternehmen, wir haben schon längere Zeit eine Kooperation. Aber seit 2 Jahren engagieren wir uns für praktische, reale Quantenanwendungen. Und dafür kombinieren wir die neuesten Quantentechnologie mit fundiertem Quanten-Know-how. Unsere Zusammenarbeit ist auf einen gemeinsamen Auftrag und eine gemeinsame Vision ausgerichtet, um das Quantencomputing zu verwirklichen. Und unser Ziel ist es, die Quantenpräsenz in Europa auszuweiten. Das Jülich Supercomputing Center, wir haben beide ein starkes Interesse an realen Quantencomputer-Anwendungen. So, DWF hat schon über 250 erste Quantenanwendungen in verschiedenen Branchen. Zum Beispiel haben wir da die Entwicklung von Arzneimitteln, aber auch Entwicklung von Materialien. Wir haben Anwendungen in Transport und Mobilität und wir haben auch diverse andere Anwendungen. Was ist das Unterschied zwischen Quantenannealing und die gatterbasierten Systemen? Der Quantenalgorithmus, der auf einen Quantenannealer ausgeführt wird, ist Quantenannealing. Und Quantenannealing wird verwendet, um die Lösung aus einer endlichen Menge von machbaren Lösungen zu finden. Und das kann auch als Suche nach dem minimalen Energiezustand eines physikalischen Systems übersetzt werden. So, diese Suche nach dem Energieminimum ist eine natürliche Entwicklung eines Quantensystems. Für ein gatterbasiertes System ist das anders. Sie haben schon gesehen, dass ein Algorithmus auf so eine Maschine besteht aus einer Folge von 1 und 2 Qubit-Operationen oder auch Gattern genannt. So, Quantum Annealing ist eine Methode, die sich durchsetzen wird. Genauer gesagt ist Quantenannealing für den großen Optimierungsmarkt erforderlich. Nach Angaben der Boston Consulting Group ist der gesamte adressierbare Markt für Quantencomputing kurzfristig hier bis 5 und, ja, ich kann es nicht mehr genau lesen hier. Es ist mir zu klein geworden. 5 und ja, 5 bis 10 Milliarden. Dann mittelfristig ist es 25 bis, leider kann ich es nicht lesen. Ja, so, das ist eine große Menge an Geld sowieso und man sieht, das vergrößert sich noch. So. Wir können sagen, dass kurz-, mittel- und langfristig Annealing den Optimierungsbereich im Quantum Computing dominieren wird. Aber bei Problemen im Bereich der linearen Algebra und auch der Faktorisierung wird sich der Markt zwischen den Annealing und dem gatterbasierten Quantum Computing aufteilen. Dann haben wir auch noch Probleme, wie das Lösen zum Beispiel von Differentialgleichungen, für die ein Annealer nicht geeignet ist. Und dies wird also ein Marktanteil für gatterbasierte Quantencomputer sein. Unter anderem deshalb hat DWF kürzlich angekündigt, dass es auch gatterbasierte Quantencomputer bauen wird. Und DWF wird dann das einzige Unternehmen der Welt sein, das sowohl Quantenannealer als auch gatterbasierte Quantencomputer baut. So, die größten gatterbasierte Quantencomputer werden heute in Amerika und China gebaut, aber wir geben uns in Europa
sehr große und auch erforderliche Anstrengungen, um aufzuholen. Lass uns doch ein Beispiel von praktisches Quantum Computing anschauen. So ein Beispiel ist vereinfachte Assignment, Teil-Assignment-Problem. Das ist ein Optimierungsproblem in der Luftfahrtindustrie. So, wir in Jülich haben den Jülich Universal Quantum Computer Simulator auf den Jülicher Supercomputer verwendet, um ein solches vereinfachtes Problem, das auf ein 40-Qubit-Quantenoptimierungsproblem abgebildet werden kann, mit Hilfe von QIOA, das ist ein Optimierungsalgorithmus für ein gatterbasiertes System, aber auch mit Hilfe von Quantenannealung gelöst. Und wir haben herausgefunden, dass die Erfolgsrate für die Lösung des Problems mit QIOA 1 zu 1000 ist und für Quantenannealing etwa 70% beträgt. So, zur Erschließung der Entwicklung des praktisches Quantum Computing haben wir am Jülich Supercomputing Center die Quantum Computer Nutzeranlage Unique eingerichtet. Und Unique macht das Folgende. Es ist ein Nutzeranlage für die Industrie und Akademie in Europa. Wir bieten Zugriff an auf verschiedene Quantencomputing-Systeme, auf verschiedene Reifegrade. Das können die sein in Uni-Laboratoren oder das können auch kommerzielle Systeme sein, wie den D-Wave Quantenannealer mit 5000 Qubits. Wir bieten Anwender-Support an. Wir bieten auch Training an, Schulungen allerlei Art. So, wir nehmen unseren Benutzer mit, um Algorithmen und praktische Anwendungen zu bauen. Dann komme ich zu meinen letzten Folien. So, was sind die weiteren Schritte? So, erstmal können wir sagen, was man erst tun muss, ist die Identifizierung von Quantum Computing Anwendungsfällen. Dann können Sie die neue Forschungsergebnisse lesen, die man hat zur Leistung und Benchmarking. Benchmarking ist wichtig hier. Dann können Sie mehr erfahren über das D-Wave-System, wenn Sie D-Wave benutzen möchten für die Anwendungen. Und dann kann ich auch sagen, das ist sehr wichtig, bleiben Sie bitte daran für die Einführung des Jülicher Quantensystems, das bald folgen wird. Dankeschön. Frau Bielsen, ich hatte die Frage gestellt, welche Anwendungen werden denn heute schon bei Ihnen nachgefragt? Bei uns sind das meistens Optimierungsprobleme. Man hat die in Transport. In Unique fangen wir oder sind wir auch beschäftigt mit Anwendungsfällen auf die gatterbasierte Systeme. Dann ist das auch Optimierung, aber auch die Quantenchemie, so das Kalkulieren von den niedrigsten Energiezustand von Molekülen. Maschinelles Lernen, so Klassifizierung von Bilder. Das sind dann noch immer kleine Bilder, aber das wird auch beantragt. So, solche Beispiele haben wir für praktisches Quantencomputing. Ja, vielen Dank. Da kommt noch eine Frage aus dem Chat.
Kann man oder können Sie etwas über die Geschwindigkeit des Annealing-Prozesses aussagen? Ja, das ist schnell. Wenn wir so etwas simulieren müssen auf unseren konventionellen Maschinen, dann ist das langsam. So ein Annealer ist eine Maschine, die sehr schnell die Qubits umflippen kann, und deswegen ist die Berechnung schnell. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Michielsen.